Regen, Dreck, Salz, Sand und dann noch Richard Weinsheimer. Dieser Mix ruiniert jeden Antrieb. Um die Kette halbwegs geschmeidig zu halten, musst du jedes Mal Unmengen an Kettenöl verwenden und das Reinigen danach wird zur unappetitlichen Horrorshow, sodass du mehr putzt, als du Rad fährst. Die lange Wartezeiten für Ersatzteile hindern dich am Radfahren und die horrenden Preise für Ketten und Kassetten bringen dich an den Abgrund des finanziellen Ruins. Jedes Mal bist du das Gespött deiner Trainingsgruppe, weil du wieder ein Kettentattoo auf deiner Wade hast. Damit ist jetzt Schluss, denn mit der revolutionierenden, einzigartigen Formel für ultrastarke Versiegelung durch innovatives Flüssigwachs für die Kette gehören deine Probleme der Vergangenheit an. Uns wurde ja schon mal wirklich vorgeworfen, dass wir hier bei Teleshopping sind, aber wenn ich einen Kommentar unter Technikvideos gelesen habe, dann, wir sollen doch mal bitte eine Kette wachsen. Und deswegen habe ich schon mal den ein oder anderen Gedanken daran verschwendet, das auch zu machen. Schon vor mehr als 30 Jahren haben findige Radfahrer angefangen, ihre Kette mit Paraffin heiß zu wachsen, wie mein ehemaliger Kollege John Kennings auf unserem GCN Tech-Kanal. Moderne Heiß- und Flüssigwachse haben damit allerdings nicht mehr viel zu tun und sind dank spezieller Zusatzstoffe zuverlässiger, sorgen für geringe Reibung und längeren Halt. Und dazu haben wir uns mit Optimize zusammengetan, einem sehr jungen deutschen Unternehmen, das quasi als One-Man-Show agiert und zu 100% in Deutschland produziert. Die haben verschiedene Wachse für die Kette im Portfolio. Zu einem haben wir drei unterschiedliche Flüssigwachse, die etwas einfacher sind in der Handhabung und dann noch zwei unterschiedliche Heißwachse, die für beste Performance sind. Und deswegen werde ich einfach mal alles ausprobieren. Und die Heißwachsbehandlung, die bekommt mein Colnago, mein neues, womit ich ja richtig schnell fahren will. Und das Flüssigwachs, was einfach für den täglichen Gebrauch einfacher ist, das verwende ich auf meinem Commuter, auf meinem Gravelbike, womit ich täglich zur Arbeit fahre. Und entlang des Prozesses werde ich euch ein bisschen erklären, wie das Ganze funktioniert, worauf man achten muss und worin die Vorteile im Kettenwachs gegenüber Kettenöl liegen. Bevor man also seine Kette wachsen kann, muss man einen Schritt, der auch extrem lange dauert, vorweg machen, und zwar der Antrieb muss fettfrei sein, das heißt, deine Kette muss komplett entfettet werden. Dazu würde ich raten, sein Fahrrad erstmal generell ein bisschen zu waschen und sauber zu machen und den Antrieb wie gewohnt mit Antriebsreiniger sauber machen und dann noch einen Schritt weiter gehen, und zwar seine Kette vielleicht in einem Ultraschallbad zu reinigen. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, das funktioniert auch super, aber nicht jeder will sich so ein Ding kaufen, kann ich verstehen. Für die gibt es aber auch eine ganz einfache Lösung, und zwar einfach Einmachgläser, Reinigungsbenzin und Aceton bzw. Bremsenreiniger. Und da einfach die Kette drin reinigen, waschen, mehrere Stunden drin lagern, ein bisschen schütteln und dann kriegt man die Kette auch hier komplett frei von Öl und Schmutz. Und für alle, die ein Kettenschloss fahren, für die ist das vielleicht ein Stück einfacher, da man die Kette halt einfach nicht neu auf- und wieder zunieten muss. Und dann sollte der Antrieb eigentlich einigermaßen fettfrei sein oder auf jeden Fall sehr fettfrei. Ihr solltet auf keinen Fall vergessen, den restlichen Antrieb richtig zu reinigen. Das heißt, Kettenblätter, die müssen auch frei von Schmutz und Dreck sein. Eure Kassette sollte ordentlich sauber gemacht werden. Und auch die Schaltungsröllchen, die vergisst man gerne, die sollten komplett fettfrei sein, damit das Wachs einfach später länger hält. Meine Ketten habe ich einwandfrei mit dem Kettenschloss lose bekommen und jetzt hier vor mir liegen. Die ganz dreckige, die habe ich ins Ultraschallbad reingelegt und werde die auch gleich abfahren lassen. Aber für alle, die nicht so ein Gerät haben, wollte ich noch mal kurz erklären, wie man das genau macht mit den Einmachgläsern. Dazu habe ich hier meine Kette vor mir liegen. Die mache ich dann einfach ins Einmachglas von Oma oder was weiß ich rein und nehme zuallererst das Reinigungsbenzin. Das kostet auch nicht viel. Und schütte einfach so viel rein, bis die Kette komplett bedeckt ist. So. Schraub das wieder zu. Dann kommt der Deckel drauf. Schön dicht. Und dann fängt man einfach das Ganze an zu schütteln. Man sollte eine gute Minute schütteln, wie so ein guter Barkeeper. Und dann lässt man das mal kurz stehen. So, eine gute Minute geschüttelt. Und ihr seht, das Reinigungsbenzin, das hat sich komplett schwarz verfärbt. Und das wollen wir auch erreichen, denn die ganzen Drecke oder das ganze Öl hat sich aus der Kette schon mal gut gelöst durch das Reinigungsbenzin und muss jetzt nach unten absinken. Dazu kann man das einfach stehen lassen, muss jetzt nicht viel weiter machen und kann die Zeit zum Beispiel nutzen, den restlichen Antrieb sauber machen, also Schaltungsröhrchen, Kassette und auch die Kettenblätter. Ich werde aber die Zeit nutzen, wenn das jetzt sich abgestanden hat, euch mal darüber zu informieren bzw. aufzuklären, was jetzt die Vorteile vom Kettewachsen sind, bevor wir übergehen, das Ganze nochmal zu verfeinern mit dem Aceton, denn Reinigungsbenzin, das fettet noch ein bisschen nach und mit dem Aceton haben wir dann gar kein Fett mehr auf der Kette.
Wo liegt jetzt also der Vorteil von gewachsten Ketten? Ganz einfach, einfach im Verschleiß. Denn eine geölte Kette, die nutzt sich schneller ab oder ganz normal in einem normalen Zyklus, wie der Hersteller das angibt. Denn im Inneren der Kette haben wir eine Schleifpaste aus Öl und Dreck, der sich mit der Zeit dort ablagert. Und der sorgt einfach dafür, dass Kettenblätter abgenutzt werden, unsere Ritzel und auch der Abstand der Kette, der wird länger. Und das ist ja das, was wir dann am Ende messen, wenn die Kette abgenutzt ist. Die Kette ist zu lang. Und das heißt, der Abstand der Pins bzw. der Röllchen, der ist zu lang geworden und passt einfach nicht mehr genau auf die Ritzelabstände, auf die Kettenblattzahnabstände. Und es entstehen diese Haifischzähne. Dann sollte man den Antrieb austauschen. Aber wenn wir die Kette wachsen, dann bildet sich quasi in dem Inneren der Kette eine Wachsschicht. Das isoliert das Innere vor dem Eindringen von Schmutz. Und damit können wir mindestens doppelt so lang unseren Antrieb nutzen. Jetzt fragen sich vielleicht noch welche, ob eine gewachste Kette genauso leicht läuft wie eine geölte, und auch Wachse haben ölige Eigenschaften bzw. gleitende Eigenschaften. Das heißt, eine gewachste Kette, die gleitet eigentlich sanfter über unsere Ritzel bzw. das Schaltverhalten wird verbessert. Das heißt, auch die Geräuschkulisse, die nimmt ab, wenn wir eine gewachste Kette haben. Und die Additive in dem Wachs, zum Beispiel das Graphit, das sorgt dafür nochmal eine doppelte Schutzschicht zwischen dem Metall. Also es wird nicht mehr Metall auf Metall verschoben, sondern die Graphitschicht sorgt dafür, dass die Kette einfach noch länger hält. Und das Graphen in dem Kettenwachs, das sorgt für schnellste Performance und hat einfach nochmal besser gleitende Eigenschaften fürs Wachs. Das letzte Argument, womit ich vielleicht auch Richard überzeugen kann, denn danach muss man seine Kette nie wieder entfetten, ist es, dass das Wachs selbstreinigende Eigenschaften hat. Der Schmutz, Dreck wird vom Wachs aufgenommen und fällt dann einfach von der Kette ab. Und wir haben noch einen positiven Nebeneffekt, denn Wachs wird einfach viel schneller biologisch abgebaut als jegliches Öl. Wir machen jetzt aber weiter im Prozess des Kette-Entfettens, und die Kette aus dem Ultraschallbad war natürlich ein bisschen schneller fertig. Und um nochmal richtig sicher zu gehen, damit die Kette wirklich fettfrei ist, kommt sie jetzt nochmal in ein Einmachglas und das wird aufgegossen mit Aceton und auch nochmal gut geschüttelt. Und wir sehen, auch hier bildet sich nochmal ein Dreckfilm. Das heißt, die Kette wird nochmal richtig schön sauber gespült und ist dann bereit für das Flüssigwachs. Ich bin jetzt ein bisschen ungeduldig, aber theoretisch sollte man ein bisschen länger warten, bis sich das Aceton komplett abgesetzt hat. Dann seht ihr unten eine dunkle Schicht und oben sollte es komplett klar sein. Und dann muss man die Kette rausholen, am besten Handschuhe anziehen. Und dann sollte man die Kette gut abtropfen lassen, so. Und noch ganz wichtig, bevor wir sie wieder montieren, einfach über den Montageständer oder irgendwo anders drüber hängen und gut auslüften lassen, denn das Aceton, das muss noch verschwinden, aber das sollte innerhalb von 5 Minuten passieren. So, die hängen wir jetzt hier rüber, lassen die ausdampfen und suchen uns jetzt hier noch unsere Pins. So. Und können dann die Reinigungsbenzinkette rausholen. So, sieht auch schon richtig schön sauber aus. Das ist auch ein gutes Anzeichen, wenn die Kette sauber ist, dass sie, wenn wir die so ein bisschen schütteln, dass wir es schon ratteln hören, dass da kein Fett mehr drin ist. Dann haben wir es richtig gemacht. So, die kommt jetzt hier rein. Und dann wird das auch hier nochmal geschüttelt. Und anschließend hängen wir auch diese Kette zu der anderen zum Auslüften. So, wir sind jetzt endlich beim Prozess angekommen, unsere Kette zu wachsen. Und dazu habe ich mein Gravelbike genommen, was ich ja auch zur täglichen Fahrt zum Büro benutze. Und verwende hier das Flüssigwachs mit dem Additiv Graphit, einfach damit die Kette noch länger hält. Und dazu muss ich nichts weiteres tun, als die Flasche ordentlich zu schütteln. Und dann vorsichtig, Tropfen für Tropfen, das Wachs am besten unten auftragen und die Kette dabei drehen, also so ganz vorsichtig auf der Kette zu verteilen. Und dabei sollte man auf jeden Fall mindestens 3-mal quasi jedes Glied mit einem Tropfen versehen. So, das sollte genügen. Jetzt können wir die Flasche wieder zudrehen. Manche empfehlen jetzt, das Ganze mit der Hand zu verreiben, aber wir wissen ja auch, von der Bremsscheibe an unseren Fingern haftet immer ein bisschen körpereigenes Fett oder Fettöl. Und deswegen würde ich die Kette jetzt nicht mit dem Finger anfassen, sondern einfach den Antrieb nochmal rückwärts schön eindrehen, damit das Öl oder das Wachs in dem Fall diesmal schön zwischen die Röllchen sich festsetzen kann, denn da genau wollen wir das Wachs haben.
Und dann wäre man theoretisch mit dem Flüssigwachs schon fertig. Man muss das Ganze jetzt nur auch gut durchtrocknen lassen. Also ich würde so eine Arbeit immer einfach am Abend vorher machen, damit man dann morgens losfahren kann. Kette wachsen ist einfach nichts, was man einfach spontan vor einer Ausfahrt machen sollte. Wir kommen jetzt zum Heißwachs und im Gegensatz zum Flüssigwachs muss man hier nochmal eine Extrameile gehen. Ich habe mich in dem Fall für das schnellste Wachs entschieden mit Graphenanteil, denn das sorgt für geringste Reibung der Kette. Beim Heißwachs muss man natürlich irgendwie einen Topf sich suchen. Viele benutzen auch einen Reiskocher, das funktioniert auch richtig gut. Im Vorfeld sollte der Topf auf jeden Fall komplett fettfrei sein, sonst versaut man sich die ganze Charge. Und der Topf sollte einfach auf geringste Hitze gestellt werden. Das sollte schon reichen, um den Schmelzpunkt vom Wachs zu erreichen. Die Kette, die komplett entfettet ist, die sollte man vorher besser aufrollen und vielleicht mit einem feinen Draht, ein alter Baudenzug eignet sich hier hervorragend, aufwickeln, damit man sie nachher besser rausziehen kann und aufhängen zum Trocknen. Dann sollte man die Kette komplett in den Wachs eintauchen, ein bisschen schütteln, ein bisschen rühren, damit die ganze Luft, die noch in der Kette ist, raussteigt. Man sieht das auch manchmal, dass so Luftbläschen aufsteigen. Und dann soll man die Kette ca. 15 bis 20 Minuten in dem heißen Wachs kochen oder baden lassen. Und dann ist sie fertig, um rauszunehmen. Am besten macht man das so, man nimmt sie raus und hängt sie direkt über dem Topf auf. Die heißen Dämpfe, die noch aufsteigen, sorgen einfach dafür, dass die Kette schonend abgekühlt wird. Wenn kein Wachs mehr von der Kette tropft, dann können wir das restliche Wachs im Topf selbstverständlich auch auskühlen und erkalten lassen und für eine erneute Anwendung aufheben. Mit den 375 Gramm aus einer Tüte lassen sich ca. 20 bis 30 Ketten wachsen, abhängig von der Topfgröße. Nach dem Ausdampfen über den Topf kann man die Kette auch vom Draht lösen und auf einem Mikrofasertuch vollständig austrocknen lassen. Das dauert mindestens noch mal eine Stunde, bis das Wachs wirklich hart geworden ist. Erst dann sollte man die Kette nehmen und brechen, damit man sie wieder geschmeidig macht. Und danach kann man die Kette wie gewohnt an seinem Rad montieren. Wichtig, bei nassen Fahrten die Kette kurz trocken wischen und dann direkt neues Wachs auftragen, damit der Korrosionsschutz weiterhin gewährleistet wird. Am besten das Ganze mit einem Mikrofasertuch machen, damit die Kette nicht rostet. Wir sind am Ende angekommen und für alle, die das Heißwachs benutzen oder ausprobieren wollen, so eine Flüssigwachstube, die kann man damit kombinieren, also das Graphen oder das Graphit, kann man nachträufeln auf die Heißwachsprozedur und verlängert sozusagen das Leben unseres Heißwachs. Und das ist ja eigentlich nur vom Vorteil, denn wir haben weniger Verschleiß, weniger Geräusche, es schaltet besser. Wir haben bessere Eigenschaften vom Wachs für die Umwelt. Wir müssen nicht mehr putzen, also nur positive Eigenschaften, würde ich sagen. Und damit sollte ich doch am Ende hoffentlich jeden überzeugt haben, das Ganze mal auszuprobieren. Falls ihr immer noch nicht ganz überzeugt seid, dann gibt es eine limitierte Rabattaktion, also die ist zeitlich begrenzt. Schaut mal in der Videobeschreibung nach, da gibt es einen Link. Da findet ihr auch weitere Informationen zum Optimize und deren Kettenwachse. Und dann hoffe ich, dass ich euch überzeugt habe. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon im Team Wachsen seid, welches Wachs ihr bevorzugt, ob ihr Flüssigwachs benutzt, Heißwachs. Schreibt das auf jeden Fall unten drunter und lasst wie immer einen Daumen nach oben da, wenn das Video gefallen hat und ein Abo auf unserem Kanal. Und dann sehen wir uns bestimmt im nächsten Video wieder, denn die Welt des Wachsens, die ist noch nicht auserzählt. Macht's gut!